Impfstoff. Warum sind Mama und Papa böse? Liebes Virus, lieber Impfstoff, liebe Politiker, ich verstehe so vieles nicht mehr, sodass ich diesen Brief jetzt an euch schreibe. Meine Eltern haben mich schon als Baby und wie ich noch kleiner war, eben impfen lassen, weil sie das Beste für mich wollten und mich eben vor Krankheiten schützen wollten. Das war eine Impfung und ja, und meine Familie und ich waren geschützt und hatten auch Ruhe und eben keine Nebenwirkungen. Meine Eltern sagen, ich soll jetzt mitentscheiden oder zumindest mitreden, denn jetzt bin ich ja auch schon älter und sie wollen mich auch nicht zwingen. Zumal sie eben jetzt auch nicht mehr sicher sind, was richtig und was falsch ist. Deshalb habe ich jetzt so viele Fragen an die Politiker, an dich, Impfstoff, und hoffe, dass du mir Antworten geben kannst. Jetzt ist plötzlich alles ganz anders. Ich soll nun auch geimpft werden. Mama und Papa haben Angst, da sie nicht wissen, wie sie sich eben entscheiden sollen, welche Nebenwirkungen du hast, und sie sagen, sie haben noch nie einen Impfstoff gesehen, der das Virus auch nach der Impfung verbreiten kann und eben auch ansteckend ist. Und ja, nach der Impfung sind aber auch so viele eingesperrt worden und wir konnten Familie und Freunde nicht sehen, vor allem Oma und Opa nicht. Personen, die geimpft waren, mussten eben auch zu Hause bleiben. So viele Menschen durften nicht arbeiten gehen, so wie auch mein Papa nicht. Er hatte Angst, seine Arbeit zu verlieren, kein Geld zu haben. So viele sagen das eine und meinen aber dann das andere. Wir kennen uns nicht mehr aus. Mama weint manchmal. Sie versteckt sich zwar, aber ich sehe, wie sie oft traurig ist. Mama und Papa streiten auch manchmal, viel öfter als früher. Und auch ich habe Angst, weil ich sie streiten sehe. Bin ich schuld? In meiner Familie gibt es jetzt viel Streit darüber, was richtig ist, was falsch. Ich fühle mich schuldig. In meiner Familie, ja, sind manche auch eben nicht mehr willkommen oder wir sind nicht mehr willkommen. Ich sehe meine beste Freundin nicht mehr, weil ihre Mama meint, wir sind eben nicht geimpft und daher böse und gefährlich, sie anzustecken. Sie sagt das nicht so direkt, aber ich spüre das, dass ich und Mama, Papa eben nicht willkommen sind. Das macht mich so traurig. Warum sind wir böse und eine Gefahr für andere, für meine Freundin? Und ich habe doch nichts gemacht. Wenn wir zu Freundinnen fahren, ja, so ist immer die erste Frage, ob wir schon getestet sind oder ob wir schon geimpft sind. Alle reden nur darüber, ob ich und Mama, Papa eben getestet und geimpft sind. Und bei der Begrüßung müssen wir sehr oft Maske tragen. Ja, und umarmen darf ich meine beste Freundin auch nicht. Wo bleibe ich? Ich werde nicht mehr gesehen und ich fühle mich so schuldig. Was habe ich falsch gemacht? Ich vermisse das Lachen meiner Freundin. Ich will sie umarmen, ich will spielen mit ihr. Ja, und ich will nicht darüber nachdenken, ob ich jetzt lachen darf oder spielen darf, sie umarmen darf. Ich will einfach nur sein. Ja, und ich will Oma und Opa umarmen. Ich will am Spielplatz spielen. Das durfte ich lange nicht. Ich musste zu Hause bleiben. Auch durfte ich nicht mehr singen und ja, so vieles andere auch nicht. Mama und Papa haben sehr viel Angst um meine Gesundheit. Auch ich habe so viel Angst, weil ich sehe, wie traurig sie sind. Manchmal, viel zu oft, wache ich in der Nacht auf und kann nicht schlafen, weine auch und will zu Mama und Papa. Und ich denke, wieso bin ich böse? Wieso sind Mama und Papa böse? Wir haben doch nichts getan. Mama ist mit so viel Arbeit überfordert. Sie kann
Und sie kennt sich nicht mehr aus, ob ich jetzt in die Schule muss, ob ich zu Hause bleiben soll oder ja, es ist so viel verwirrend. Oft müssen wir am Sonntag testen gehen, damit ich am Montag in die Schule gehen kann oder eben meine Eltern arbeiten. Der Sonntag war früher zum Ausruhen da. Manchmal musste ich eben auch für die Schule lernen, aber sehr oft habe ich meine Freundinnen gesehen, habe am Spielplatz gespielt, habe gelacht und jetzt stehen wir bei Teststraßen und sehen so viele Menschen, die verängstigt und verärgert sind oder darüber diskutieren und eben auch streiten. Impfstoff, ich verstehe dich nicht. Wenn du wirklich wirken sollst, warum müssen dann alle so oft zu Hause bleiben? Warum streiten so viele Menschen und verstehen sich nicht mehr? Mama und Papa sagen, sie würden sich auch, ja, für mich impfen lassen und auch mich impfen, wieso auch die anderen Impfungen, die gut waren. Aber sie verstehen so vieles nicht. Sie haben Angst. Sie wollen mich schützen. Aber wie? Ist es besser für mich, eben nicht geimpft zu sein oder eben schon geimpft zu sein? Diese Unsicherheit macht mir noch viel mehr Angst. Auch sehe ich so viel Angst bei meinen Klassenfreunden. Ich möchte nun folgende Fragen stellen und hoffe, Antworten zu finden. Impfstoff. Wieso zwingst du mich und meine Freundinnen trotz Impfung eine Maske zu tragen? Ich sitze fast 6 Stunden, manchmal mehr, in der Schule mit Maske und darf auch niemanden umarmen. Denn das ist verboten. Ich kann mich auch nicht mehr frei bewegen. Ich sitze oft traurig auf meinem Platz und darf nicht lachen und mich eben, ja, mit meinen Freundinnen ungezwungen unterhalten. Diese vielen Tests nehmen so viel Zeit in Anspruch, sodass wir auch nicht mehr so viel lernen. Die Lehrerin ist auch oft verzweifelt und so überfordert und traurig. Sie kann uns nicht helfen, auch wenn sie sich noch so sehr bemüht. Ich glaube, sie hat auch Angst und fühlen uns alle so im Stich gelassen und verzweifelt. Auch lernen kann ich nicht mehr so gut. Zumal ich oft verwirrt bin und nicht weiß, was richtig oder falsch ist. Was soll ich machen? Ich habe große Angst. Eben, schlafen kann ich auch nicht mehr so gut. Ich wache oft in der Nacht auf und gehe zu meinen Eltern. Das habe ich früher auch nie gemacht. Impfstoff. Wieso zwingst du so viele Menschen, eine Maske zu tragen, wenn du doch verhindern sollst, dass Menschen krank werden und die Viren sich verbreiten? Impfstoff. Wieso zwingst du so viele Menschen, dass sie sich nicht freuen, umarmen und lachen dürfen? Denn die Masken verbergen ihr Gesicht und so viele rennen voneinander weg, anstatt füreinander da zu sein. Impfstoff. Warum machst du Werbung mit einem Babyelefanten? Willst du Kinder ansprechen, um zu sagen, Distanz halten ist so entzückend und so niedlich, eben wie ein Babyelefant und so die Distanz versüßen und verniedlichen, wie mein Papa sagt, oder verharmlosen? Der Babyelefant steht doch für Glück und Weisheit, sagt Mama. Mama hat mir erklärt, dass Distanz halten kein Glück ist. Aber das fühle ich ja auch. Impfstoff. Ist Distanz halten ein Glück? Mama hat gegoogelt, weil ich das nicht verstanden habe. Und es steht in vielen anderen Kulturen, hat Elefant Bedeutung wie Würde, Macht, Stolz, Vertrauen und Königswürde. Und gilt als Verkörperung von Weisheit und Wohlstand und ist Helfer in schwierigen Lebenssituationen. Impfstoff. Du meinst, wir müssen Abstand halten, damit du uns in schwierigen Lebenssituationen hilfst? Das verstehe ich aber jetzt nicht. Aber warum? Wenn du genau das verhindern sollst. Der Elefant ist doch klug und stark. Und da steht noch, in der Mythologie gilt der Elefant als ein Tier mit einer außerordentlich hohen Moral. Und in China bedeutet das Reiten auf einem Elefanten sehr viel Glück für die kommenden Jahre. Aber wie blicke ich in die Zukunft? Außerdem steht er als Symbol für Weisheit, Wissen
und Gesundheit. Jetzt bin ich aber noch mehr verwirrt. Distanz halten bedeutet also Gesundheit, Glück und Klugheit? Aber das stimmt doch nicht. Ja, ich verstehe das nicht. Ich mag meinen Papa, Mama, meine Freundinnen umarmen und lachen. Aber ich sehe sie nicht lachen. Die Maske verbirgt ihr Gesicht. Das ist für mich Glück und Gesundheit. Und das soll mir Vertrauen schenken? Nein, das kann nicht sein. Glück und Gesundheit ist für mich, wenn ich eben meine Freundinnen sehen und umarmen kann. Und das schenkt mir Vertrauen, das gibt mir Sicherheit. Wenn ich Distanz halte, so habe ich Angst und Misstrauen und fühle mich einsam. Das kann doch kein Glück und ja, Gesundheit sein. Kannst du mir das erklären? Wenn ich eine Maske trage und Distanz halte, kann ich doch nicht glücklich sein und Freude erleben. Wieso werde ich so verwirrt, Babyelefant? Na gut. Impfstoff. Wenn ich geimpft bin, wieso bedrohst du dann noch immer so viele Menschen? So viele haben Angst vor dir. Manche haben auch Panik und leiden eben, habe ich gehört, an Schlafstörungen. Auch Mama und Papa können nicht immer so gut schlafen. Auch sie wachen auf. Manchmal reden sie stundenlang in der Nacht. Und das macht mich traurig. Viele waschen sich dauerhaft die Hände und machen so einen komischen Gruß, der die Hand wie eine Faust formt und mir entgegenschlägt. Und dann lachen sie auch noch so komisch. Ich verstehe vieles nicht mehr. Impfstoff. Warum muss ich mich so oft impfen lassen? Oder Mama, Papa? Bist du so schwach? Und vielleicht wirkst du gar nicht oder bist vielleicht gar nicht richtig für diese Viren. Und trotzdem müssen wir uns impfen lassen? Wenn ich nach der Impfung die gleichen Ängste habe wie ohne Impfung, wenn ich wieder Masken tragen muss und wieder zu Hause bleiben muss und meine Freundinnen nicht sehen darf, nicht Sport machen darf, nicht musizieren darf und vieles eben nicht mehr tun darf, warum soll ich mich dann impfen lassen? Ja, jetzt sitze ich so oft zu Hause, sehe meine Freundinnen nicht, weil wir böse und ungeimpft sind. Kann nur über das Handy mit ihnen sprechen und sitze zu Hause und habe Angst und fühle mich sehr einsam und traurig. Das Handy, das ist doch ja nicht das Gleiche, wenn ich meine Freundinnen sehen kann. Und so fehlen mir meine Freundinnen. Impfstoff. Wieso durfte ich meinen Opa im Heim so lange nicht sehen und meine Oma, die alleine zu Hause war und so viel weinte und so oft traurig war? Wir haben Opa nur durch die Glaswand gesehen und durften so lange nicht zu ihm. Er wurde dann krank, sehr krank, weil er einsam war. Und dann ist er gestorben. Das war für Oma so traurig, für Mama auch. Ihr Papa ist einsam gestorben. Wir alle waren so traurig. Wir haben viel geweint. Der andere Opa und die Oma konnten mich nicht mehr besuchen und auch nicht mehr auf mich aufpassen, sodass Mama zu Hause geblieben ist. Papa auch manchmal. Aber dann haben sie Angst, ihre Arbeit zu verlieren. Manchmal musste ich mit meinem Bruder alleine zu Hause bleiben, auf ihn aufpassen und auch die Aufgaben machen. Ich vermisse meine Freundinnen. Auch sie haben Angst, weinen sehr oft. Oma, Mama, Papa haben ihre Sorgen oft nicht gezeigt, wollten für mich stark sein, wollten die Sorgen von mir fernhalten, aber ich spüre das als Kind, überall, auch in der Schule. Ich spüre ihre Angst und dass sie einsam sind und dass sie eben sehr oft traurig sind. Auch zu Weihnachten durften wir nicht zusammen sein, gerade auf Weihnachten haben wir uns so gefreut. Jedoch die Maßnahmen haben es nicht erlaubt, weil so viele Menschen eben ansteckend sind, obwohl sie geimpft sind. Auch das verstehe ich nicht. Impfstoff. Viele haben sich impfen lassen, weil sie ihre Freiheit wollten, mussten trotzdem zu Hause bleiben und Masken tragen. Obwohl sie dir vertraut haben,
waren sie zu Hause eingesperrt und durften nicht hinaus. Die Polizei straft so viele. Aber die sind ja nicht böse. Die machen nur das, was das Gesetz eben sagt. Auch sie haben vermutlich Angst. Ja, die Angst ist überall. Und meine Eltern sind nicht böse. Auch ich nicht. Haben wir etwas verbrochen? Wir müssen uns verstecken. Dürfen wir nicht mehr in das Spielzeuggeschäft oder essen gehen oder zu Kinderpartys? Mama und Papa sind nicht böse. Sie haben Angst. Viel Angst um mich, um meine Gesundheit. Angst, gestraft zu werden, von anderen Menschen als böse angesehen zu werden. Und oft werden wir wie Aussätzige behandelt, sagt Papa. Heißt wohl wie Kranke. Werden von Geburtstagen ausgeladen und dürfen nicht mehr dabei sein. Ich will aber dabei sein. Ich möchte mit meinen Freunden und Freundinnen spielen und will auch so viele auch zu mir einladen. Aber sie kommen nicht, sie dürfen nicht kommen, weil wir ansteckend sind. Aber wir sind doch gesund. Warum sind wir krank und ansteckend? Impfstoff, ich verstehe dich nicht. Warum werden wir wegen dir ja als böse Menschen gesehen? Wir haben doch nur Angst vor dir. Du solltest doch helfen und das Virus bekämpfen, oder? Impfstoff, du verwirrst uns, machst mir Angst. Auch wenn ich so vieles nicht verstehe, machen mir aber auch Erwachsene Angst, die meine Eltern einsperren und Kinder schuldig machen. Eben, dass sie andere anstecken. Und die sagen, wenn wir nicht geimpft sind, auch andere töten können. Ich will aber niemanden töten. Meine Eltern sagen oft, dass sie Angst haben, ihre Arbeit eben zu verlieren. Dann haben wir auch nicht mehr so viel Geld. Und Papa hat große Angst, dass wir dann arm sind und uns auch die Wohnung nicht leisten können. Meine Eltern sind nicht böse. Sie wissen einfach nicht, was sie tun sollen. Sie können sich nicht entscheiden. Sie haben Angst, weil sie dich nicht verstehen und Politiker nicht verstehen, die täglich etwas anderes sagen und wollen und Leute einsperren, obwohl sie geimpft sind? Impfstoff. Jetzt haben wir wohl keine Wahl. Wir müssen uns alle jetzt impfen lassen. Aber die Angst ist die gleiche oder noch größer. Die Masken sind verpflichtend. Verpflichtend, Kinder, die nicht geimpft sind, dürfen nicht in die Schule und werden ausgesperrt. Ja, Papa war sehr wütend, als er gesehen hat, dass ein Schüler in der Kälte den Test schreiben musste. Das hat mich auch sehr traurig gemacht. Ich habe das nicht verstanden. Warum sind plötzlich so viele Kinder und Erwachsene böse und schlecht, werden wie Verbrecher behandelt, sagt Papa. Dürfen nicht mehr essen gehen, in die Schule gehen. Ich werde ausgeladen. Wieso fühlen sich so viele Menschen schlecht? Ein Impfstoff, der so bedrohlich ist, macht doch berechtigt Angst. Papa sagt immer wieder, er hat noch nie einen Impfstoff gesehen, der Menschen ausgrenzt und die Gesellschaft so spaltet. Aber vielleicht bist du gar nicht böse, Impfstoff oder das Virus, sondern die Menschen, die andere ausgrenzen und bestrafen und Kinder im Stich lassen und ihnen einreden, dass sie böse sind und andere bedrohen. Jetzt können meine Eltern sogar etwas gewinnen. Eine Impflotterie soll sie überzeugen. Papa meint auch, warum dürfen überhaupt Impfungen beworben werden? Das ist doch verboten. Naja, das verstehe ich noch nicht. Meine Eltern aber auch nicht. Papa und Mama und mir ist das Lachen vergangen. Ich kann so vieles nicht mehr machen, was mir Freude macht. In der Schule bin ich schlechter geworden. Wie kann ich das alles aufholen? Ich weine sehr oft in der Nacht, kann nicht schlafen. Da hilft auch keine Lotterie, die über den Zwang, den Mama und Papa eben ausgesetzt sind, hinwegtäuschen soll und alles so belustigen soll, sagt Mama. Lustig ist vieles nicht mehr. Warum werden meine Eltern gezwungen, von dir Impfstoff geimpft zu werden, wenn du so viel Leid und Ängste verursachst? Warum werden Kinder bestraft, wenn sie keine Maske tragen? Ist das fair? Sie haben doch nichts verbrochen.
Lass doch die Kinder in Ruhe, im Stoff. Wenn du so wenig hilfst und ich mich vielleicht dann alle 4, 5 Monate impfen lassen soll und wir nach der Impfung trotzdem ansteckend sind, warum müssen wir uns denn impfen lassen? Ich habe zu Mama und Papa gesagt, ich möchte auch einmal zu so einer Demonstration gehen. Da einige in der Schule mit ihren Eltern dort sind. Jetzt war ich einmal dort. Meine Eltern haben ihre Ängste gezeigt. Jetzt sind wir aber auch noch Nazis. Ich weiß zwar nicht, was das ist oder heißt. Mein Papa will es mir auch nicht erklären. Dazu bin ich noch zu klein. Aber in jedem Fall ist das etwas Schlechtes und Böses. Aber dort sind doch auch so viele Eltern mit Kindern. Sind jetzt alle böse und, wie heißt das, Nazis? Liebes Virus, lieber Impfstoff, liebe Politiker, wir sind nicht böse, wir sind keine Nazis. Mama und Papa sind traurig und haben viel Angst. Versteht ihr das nicht? Impfstoff, liebes Virus, liebe Politiker, wenn du mir jetzt die Frage beantworten kannst, dann kann ich Mama und Papa überzeugen, ihnen helfen, sich zu entscheiden. Ah ja, das geht jetzt auch nicht mehr. Jetzt sind wir alle gezwungen. Das macht mir Angst. Dann gibt es viel Polizei auf den Straßen und vielleicht Gewalt. Ich habe Angst vor diesen Menschen. Angst vor Gewalt. Angst vor dir, Impfstoff, und Angst, dass meine Eltern streiten und traurig sind und dass ich meine Freundinnen und Freunde nicht sehen kann. Jetzt streiten aber auch schon ältere Schüler, weil sie sagen, sie sind im Stich gelassen worden, sie werden nicht gehört, sie werden nicht verstanden. Wieso musste das so weit kommen? Bitte, bitte denkt an uns Kinder. Wir wollen wieder in die Schule lernen, Freude erleben und lachen. Und wir sind nicht böse. Wir bedrohen niemanden. Habt ihr uns nicht lieb und vergessen? Wir sind doch die Zukunft.